Nach dem plötzlichen Tod des Zwickauer Baubürgermeisters Rainer Dietrich haben sich in den vergangenen Tagen unzählige Menschen in das Kondolenzbuch im Rathaus eingetragen. Ergreifende Zeilen füllen Seite um Seite und zeigen, wie beliebt der Politiker in der Stadt und darüber hinaus war. Auch Television Zwickau sprach den Hinterbliebenen tiefes Beileid aus und würdigte vor allem die gute Zusammenarbeit des Verstorbenen mit den Medien. Heute Nachmittag war die Trauerfeier für Rainer Dietrich. Am Zwickauer Rathaus wehte die Flagge auf Halbmast. Der CDU-Politiker war seit 2008 Bürgermeister mit dem Geschäftskreis Bauen. Rainer Dietrich starb vor einer Woche während einer Dienstreise in Südtirol im Alter von nur 62 Jahren.